Ah, das ist eins blinder Bob. Okay, wir müssen einfach die Leute ein bisschen fragen, befragen. Und nach denen suchen. Okay, ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein. Ah ja, ich komme auf die Charakterbibliothek. Blinde Bob. Theoretisch war der blinde Bob bis vor kurzem ein Betrüger und Bettler, der dafür bekannt war, mit seinen theoretischen Blindheit Geld zu verdienen, um seinen Durst zu stillen. Dann geschah eines Tages etwas Bemerkenswertes. Nach einer zufälligen Begegnung mit Zoe Castello auf ihrer ersten Reise nach Arcadia hatte er ein spirituelles Erwachen. Man könnte sagen, dass seine Augen endlich geöffnet wurden und aus dem blinden Bob wurde Bob, der sehen kann. Bob begriff, dass er sein ganzes Leben lang nur sich selbst gedient hatte. Jetzt, da seine Heimat von einem tyrannischen Besatzer bedroht wurde, sah er endlich die Möglichkeit, für seine fahrlässigen Verbrechen zu bezahlen. Und so erhob er sich aus dem Dreck, in dem er schlief, stand aufrecht und trat den Rebellen bei. Jetzt, da Bob aus seiner Bettlerhülle geschlüpft und wie der Phönix aus der Asche gestiegen ist, hat er seinen stinkenden Lumpen verbrannt und die Uniform eines Nordlandsoldaten angelegt. Er ist zu einem ehrenamtlichen General des Widerstands geworden, einem fantastischen Strategen und einem glorreichen Anführer, der seine befreundeten Rebellen mit Eifer zu neuen Höchstleistungen anstachelt. Und einem wilden Kommandanten über Latrinendienst, Wäschedienst und Verpflegung. Der ehemals blinde Bob ist jetzt in einem Wort episch. Dann gucken wir mal Na, hier. dann ist die Partie ja gelaufen. Mach einfach, was du sonst auch machst und schieb. Hallo. Na? Ihr seid also der Neue, was? Ich bin Eno. Eigentlich heiße ich Enuma Santia, Kind des Zwielichts, Tochter von Teama und mein Vater würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass ich Eno statt meines vollen Namens verwende, wie es ein richtiger Sith tut. Aber er ist nicht hier. Also, hallo, ich bin Eno. Ihr seid Kian. Ich weiß, dass ich lernen muss, mit diesen Leuten zu reden. Mit den Magischen. Ich wünschte bloß, ich fände sie nicht so unangenehm. Ich kann diesen Leuten ein Gespräch nicht verweigern, jetzt wo ich Teil ihres Widerstands sein soll. Das Mädchen verdient eine Antwort. Der bin ich. Toll! Hallo! Asadi, was? Das ist. Ja, toll! Bin nie bei Ihnen gewesen. Ist es nett dort? Ich habe gehört, es soll nett sein. Wenn Sie nicht, ihr wisst schon, Krieg führen und Magische ermorden. Erobern und morden. So sieht sie mein Volk also. Als ob die Sith kein Blut an ihren Händen hätten. Könnte sie Asadir so sehen, wie ich es sehe, dann wüsste sie, dass es noch viel mehr gibt. Aber welchen Sinn hätte es, wenn ich versuchen würde, sie zu überzeugen? Das ist alles, was sie von Asadir weiß. Vielleicht ist es nicht so überraschend. Diese Leute sehen nur Soldaten, Eroberer und Besatzer, geführt von Verbrechern. Es liegt in meiner Verantwortung, dass unsere Geschichte vollständig erzählt wird. Uff, das ist schon eine schwere Entscheidung. Wechseln wir das Was wollt Thema. ihr? Ich wollte mich euch bloß, ihr wisst schon, mal präsentieren. Mich vorstellen, euch. Nicht mich präsentieren, das ist ja, das ist unangebracht, Tochter von Teama. Ach, tut mir leid, ich vermassle das gerade, nicht wahr? Sie versucht ihr Bestes, trotz ihrer Vorurteile, trotz der Art, wie wir Asadi sie und ihr Volk behandelt haben, ist sie willens, mir eine Chance zu geben. Sie versucht es zu sehr und schafft es nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich überhaupt bemüht. Es ist ja nicht so, dass wir je auf einen Nenner kommen oder gar Freunde werden würden. Ihr macht das prima. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Enomar Santia, Kind des Zwielichts, Tochter von Teama. Oh, oha. Ganz meinerseits, Kian Alvane, Apostel von den Asadi, Sohn von. Kian genügt. Ihr könnt mich Kia nennen. Gut, oh, Ki. Kann ich euch Ki nennen? Ihr könnt mich Kia nennen. Das ist viel, viel besser, Kian. Willkommen beim Widerstand, Kian. Tut mir leid wegen Liko. Er hat Probleme. Es gibt da eine Vorgeschichte zwischen ihm und mir. Oh, aha. Vorgeschichte. Verstanden. Ich werde nicht nachbohren. Versuche mich zu zügeln. Meine Neugier. Langsam werde ich warm mit ihr. Sie ist nicht halb so nervig, wie es zunächst den Anschein hatte. Und dass ich unter Magischen bin, damit muss ich irgendwann klarkommen. Warum also nicht bei ihr anfangen? So übel ist sie gar nicht. Langsam werde ich warm mit ihr.
aber genug ist genug. Wir sagen, wir setzen das Gespräch langsam fort. Also, was ist eure Geschichte, Tochter von... Einfach nur Eno. Hier nennt mich niemand Tochter von Blabla. Und meine Geschichte ist total unspannend. Das Gegenteil von spannend. Eintönig? Öde? Langweilig? Das ist das richtige Wort. Ich bin ein langweiliges Bauernmädchen. War ein Bauernmädchen. Und ja, man stelle sich vor, jetzt bin ich eine Rebellin. War nicht abzusehen. Naja, das stimmt nicht ganz. Wenigstens lehnen es meine Eltern nicht völlig ab. Sie wären glücklicher, wenn ich dort einen langweiligen Sittbauern geheiratet und langweilige kleine Bauernzittlinge bekommen hätte. Aber sie sind stolz auf mich. Sie glauben an die Sache. Und sie hassen die Asadi total. Tut mir leid. Ihr habt gute Gründe, uns zu hassen. Ja, naja, ich bin nicht sicher, ob ich dorthin zurück kann, wenn das alles vorbei ist. Auf den Hof, meine ich. Ich mag es, für etwas zu kämpfen. Ich mag es, ein Ziel zu haben und nicht nur Landwirtschaft zu betreiben. Eine folgsame Tochter zu sein, jemand, der Sittlinge aufzieht. Offensichtlich. Ich gebe wirklich keine gute Sitt-Ehefrau ab. Ich wäre die Schlechteste. Tut mir leid, ich quassle euch hier völlig zu. Dabei wollte ich nur mal Hallo sagen und dann blurk. Also, Hallo. Und hey, viel Glück heute Abend. Naja, ich werde mit euch kommen, aber trotzdem. Schluss jetzt. Go. Sie ist irgendwie süß. Sie gefällt mir. Okay, wir müssen jetzt noch befragen. Wir haben jetzt Eno, Liko, Chakai müssen wir noch finden. Wer ist wohl Chakai? Die anderen wurden ja durch sonderbaren Namen... der da wahrscheinlich. Nein? So. Hoi, Alvane Dar. Es ist eine Ehre, eure Augen zu erblicken. Was? Wenn er mir etwas zu sagen hat, wird er das schon tun. Da ist denn Asadi ein Ehrentitel und Hoi ein üblicher Gruß. Er muss mit Asadi zu tun gehabt haben oder er hat Sprache und Gebräuche studiert. Wer hat euch die korrekte Form der Asadi-Anrede gelehrt? Oh, ich habe einige Jahre lang mit eurem mit den Asadi Geschäfte gemacht. Bis die Taverne meiner Tante geschlossen und sie selbst verhaftet wurde. Bis ich erfuhr, was wirklich geschah. Ihr wart an dieser Razzia beteiligt. Im Journeyman Inn. Benrim Salmon ist die Schwester meiner Mutter. Sie hat mich nach dem Tod meiner Mutter aufgezogen. Ich habe ihren Nachnamen angenommen. Ich bin Chakai. Ich habe seine Tante verhaftet, aber eine Entschuldigung würde daran nichts ändern. Ich habe Befehle befolgt, als ich seine Tante verhaftet habe. Aber das spricht mich nicht von der Verantwortung frei. Eure Tante gewährte Rebellen Unterschlupf. Ich hatte Befehl, sie zu verhaften. Es tut mir leid, was mit ihr geschehen ist. Eure Tante ist eine starke und ehrenhafte Frau. Oh, ich gebe euch nicht die Schuld da. Und meine Tante auch nicht. Es war sogar ihre Idee, euch zum Ausbruch zu verhelfen. Sie weiß, was wir an euch haben. Wisst ihr, ich bin erst vor weniger als einem Jahr zum Widerstand gestoßen. Davor war ich Geschäftsmann und meine Kunden waren vorwiegend Asadi. Ich habe jetzt keine Zeit, mir seine Geschichte anzuhören. Er will mir offenbar seine Geschichte erzählen. Das sollte ich ihn tun lassen. Das Geschäft lief gut. Ich habe von der Besatzung profitiert. Ich habe viel Geld gemacht. Es beschämt mich, das jetzt zuzugeben, aber ich habe wirklich an die Asadi geglaubt. Was sie sagten, ergab Sinn. Selbst die Sachen, die sie über die Magischen sagten. Eine Zeit lang gab ich denen die Schuld für alles. Ich ging sogar so weit, der Nationalen Front für Glaube und Familie beizutreten. Wisst ihr, wer das ist? Asadi-Kollaborateure. Eiferer gegen die Magie. Wendehälse. Darauf bin ich nicht stolz. Er hat eine Menge auf dem Herzen, aber dafür habe ich keine Zeit mehr. Nicht jetzt. Diese Geschichte scheint ihm wichtig zu sein. Er muss sich das von der Seele reden. Ich sollte ihn fortfahren lassen. Aber dann, als meine Tante festgenommen und zu 5 Jahren in Kaltenstein verurteilt wurde. Das hat alles verändert. Mir die Augen geöffnet. Mir wurde klar, dass nicht die Magischen die Schuld trifft, sondern die Asadi. Uns. Jene von uns, die nicht den Mund aufmachten oder etwas unternahmen. Die unseren verraten hatten. Ich glaube, ich habe genug von seiner Geschichte gehört. Er sucht offenbar Erlösung. Keine Ahnung, warum er glaubt, dass er sie bei mir finden wird.
Aber ich sollte ihn nicht weiter ermuntern. Er muss das wirklich loswerden. Ich verstehe das. Ich lasse ihn seine Geschichte zu Ende bringen. Ich habe den Widerstand ausfindig gemacht und jetzt bin ich hier mit all den tapferen Leuten, so wie Enu. Sie ist großartig, oder? Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie sie sich durchsetzt. Mann, die Sith sind wirklich erstaunliche Leute. So hübsch. Wie dem auch sei, das ist meine Geschichte. Ihr habt ganz schön was zu erzählen. Nicht wahr? Ich bin froh, euch bei uns zu haben da. Das wird unheimlich viel ausmachen. Meine Unterstützung habt ihr. Ich sollte mich jetzt für heute Abend bereit machen. Natürlich, Alvane da. Kian. Tut mir leid, dass ich so viel gequasselt habe. Viel Glück da draußen. Okay, das ist Yakai. Genau, wir haben mit Eno, mit Liko, Yakai und dem einzelnen Bob geredet. Erhalte deine Mission von der Hirtin. Dann müssen wir jetzt zur Hirtin gehen. Das ist schon ein beeindruckender Ort. Na? Nein? Seid ihr bereit, Kian? Ja, bin ich. Gut. Liko und Enu kommen mit euch. Sie werden euch sagen, was ihr heute Abend tun müsst. Mir ist... Was meinen die, wie ich in die Stadt gelangen soll, ohne von meinem Volk erkannt zu werden, auch wenn es Nacht ist? Sind sie so dumm oder arrogant, dass ihnen das nicht in den Sinn kommt? Wenn ein Asadi-Soldat mich sieht, gibt er sofort Alarm. Nach mir wird gefahndet. Mir ist noch nicht klar, was ich für sie tun soll, wenn ich in der Stadt bin. Da ich als Verbrecher gesucht werde, würde jeder Asadi-Soldat, der mich sieht, Alarm geben. Aber sie haben sicher einen Plan. So dumm und arrogant können sie gar nicht sein. Bevor ihr geht, müssen wir noch etwas erledigen. Ihr seid flüchtig und die Asadi passen gut auf. Sie würden euch erkennen. Deswegen hat unsere Sidmari-Zauberin das hier hergestellt. Magie. Hier kommt man nicht ohne aus. Wenn ihr uns helfen wollt, müsst ihr das trinken, fürchte ich. Ein bakschewanischer Maskierungstrank? Nicht ganz, aber gut geraten. Ein Maskierungstrank würde keine Stunde lang anhalten. Das ist ein irhadianischer Schleier. Er bleibt tagelang wirksam. Er lässt alle ungeübten Blicke abgleiten. Solange ich mit niemandem spreche, werden die Wachen mich nicht einmal wahrnehmen. Für sie werde ich wie ein Schatten sein. Das ist sehr starke und sehr kostspielige Magie. Nicht leicht zu bekommen. Oh, ihr kennt euch aus mit Tränken. Bevor ich Apostel werden konnte, musste ich mich mit Magie ebenso gut auskennen wie die sie einsetzen. Man muss seinen Feind kennen. Das wird euch sicher von Nutzen sein. Trinkt ihn, bevor ihr an Land geht und der Schleier wird euch verbergen. Seid trotzdem vorsichtig. Sprecht nicht mit den Asadi-Wachen oder Sympathisanten, erregt keine Aufmerksamkeit. Aber denkt daran, wer euch gut kennt, der kann immer durch den Schleier blicken. Liko und Enu warten unten an der Treppe auf euch, im verborgenen Hafen. Aber so könnt ihr nicht nach Makoria. Ihr müsst euch was anziehen. Ich habe euch Kleidung aufs Bett gelegt. Ich denke, sie sollte euch passen. Okay, dann wollen wir nochmal zu unserem Zimmer finden. Wir mussten irgendwie hier raus. Dann nach rechts. Was glaubst du, was bauen die? Sucht ihr irgendetwas? Euer Zimmer ist den Gang runter. Viel Glück nach der Apostel. Alvane, hier, Herr. So. Sollen wir euch anreden? Sieht ja ganz schnieke aus, würde ich sagen. Es gefällt mir nicht. Verlieren ohne gegen die Oh, wir haben euch gar nicht gesehen. Ich hoffe, eure Mission heute Abend wird ein Erfolg. So, dann müssen wir den Weg runterfinden wieder. Wo waren der nochmal? Ah, hier. Auf geht's nach unten. Alles Gute für eure Mission. Ihr könntet euch keine besseren Gefährten wünschen als Liko und Enu. Der Typ verfolgt mich irgendwie auch gefühlt. Okay, kann doch sein, dass er so ein bisschen Aufpasser ist für mich. Werdet ihr seekrank? Was? Oh, ich wollte nur wissen, ob ihr gleich anfangt, uns voll zu kotzen. Das ist alles. Ich bin schon mal auf einem Boot gewesen. Gut, dann macht's mir nichts aus, neben euch zu sitzen. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wir müssen los.
Ja, ich informiere euch über die Mission, sobald wir unterwegs sind. Nach euch, Kian. Kann man da jetzt irgendwie... Ah, okay. So funktioniert das. Kommen wir erstmal wieder in den Ladebildschirm. Den kennen wir ja schon. Juhu! Einmal strecken. Einmal gehen. Ah, so. Na, komm, was ist denn jetzt los, Ladebildschirm? Ah, jetzt. Ah, immer diese Ladebildschirme. Wir müssen uns aufteilen. Es gibt viel zu tun und wir wollen keinen Verdacht erregen. Vielleicht erst noch ein paar Anweisungen? Ich hoffe, euer Gedächtnis ist besser als das der Sith-Apostel. Ich soll jemanden aufsuchen, der Maulwurf genannt wird. Ein Tarnname. Diese mächtige Person leitet die kriminelle Unterwelt der Altstadt. In ihren Reihen gibt es einen Verräter. Ich muss diese Person identifizieren, bevor sie mehr Schaden anrichten kann. Ich werde in der Altstadt nach einem Abtrünnigen Ausschau halten. Genau. Mehr wissen wir leider nicht. Jemand in der Altstadt spioniert für die Asari. Er... Oder sie. Besucht wahrscheinlich oft das magische Ghetto. Aber er, sie, muss ein Mensch sein, sonst wäre eine Zusammenarbeit mit den Asadi kaum möglich. Wir glauben, dass die Person auch an Versammlungen der Nationalen Front teilnimmt. Diese Typen sind Verräter, Asadi-Kollaborateure. Ihr Anführer, Onor Hilleris, veranstaltet regelmäßig geheime Treffen irgendwo in der Stadt. Das dürfte unsere beste Chance sein, den Verräter zu identifizieren. Schleicht euch in eine der Versammlungen ein und macht unseren Kerl ausfindig. Oder unsere Frau. Person... Ich werde auf dem Markt mit meinen Nachforschungen beginnen. Ich soll jemanden aufsuchen, der Maulwurf genannt wird. Ein Tarnname. Diese mächtige Person leitet die kriminelle Unterwelt der Altstadt. Wo kann ich diesen Maulwurfstypen finden? Oh, es ist kein... Der Bau der Maulwürfin befindet sich direkt am Zwielichtskai, Kian. Ah, richtig. Ja, Kian, ihr findet die Maulwürfin ganz in der Nähe. Er ist ganz nahe, dieser Typ namens Maulwürfin. Der ein menschlicher Mann ist, offensichtlich. Mögen die Götter uns vor den Sittlingen und ihren Mangel an Feingefühl bewahren. Die Maulwürfin betreibt aus dem magischen Ghetto heraus ein unterirdisches Versorgungsnetz. Wir brauchen Nahrung, Medizin und Waffen. Daher sind wir auf gute Beziehungen angewiesen. Was auch immer die Maulwürfin von euch verlangt, tut es, ohne Fragen zu stellen. Es wird. Ich bin bereit. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Enu und ich haben heute Abend andere Aufträge. Wenn ihr den Überläufer identifiziert habt, kommt zu mir, auf den magischen Markt. Das ist nicht weit von hier. Folgt dieser Straße in die Altstadt. Anschließend treffen wir uns im Cock und Pooh. Im Rooster and Kitten. Das ist eine Taverne auf der Aireda-Allee, kurz vor dem Markt am Südtor. Ulvik, der Wirt, ist ein Freund des Widerstands. Das ist im Moment sicher alles sehr verwirrend für euch, Kian. Aber es gibt überall Stadtpläne. Ihr könnt euch nicht verlaufen. Naja, vermutlich doch. Werdet ihr... Ich finde mich schon zurecht, Enu. Gut. Viel Glück, Großer. Ihr Großen. Alle beide. Die Göttin möge mir vergeben. Das schmeckt sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Der Schleier wird mich verbergen, bis ich mich bemerkbar mache oder jemanden begegne, der mich gut kennt. Okay, die Maulwürfin macht beim Zwielichtskai die Maulwürfin ausfindig. Ach, mach beim Zwielichtskai, ne? Verräter identifizieren auf dem Markt der Altstadt den Azadi-Kollaborator und du hast Arnstone ein Versprechen gegeben. Mach im Gehäuse seine Witwe ausfindig. Stimmt. Dann machen wir das doch mal direkt. Eine Karte der südlichsten Teile von Makuria. Eine Karte der südlichsten Teile von Makuria. Okay, ich fand die redende Karte besser.
Aber ich würde sagen, bevor es hier an dieser Stelle weitergeht mit unseren Aufträgen, war es das erstmal für den Moment. Denn ich muss die Folge gleich hochladen. Beziehungsweise das hier wird die Folge für morgen sein, weil wir ja schon im zweiten Teil der Folge sind. Ja. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auch schon wieder. Ciao.